Hallo, da ist wieder euer Dachmobil. Dieses Wochenende stehen wir wieder in den Niederlanden. Wir stehen auf dem Stellplatz Hövelieshüt, gelegen bei Weert, circa 2 Kilometer vom Ort entfernt, im wunderschönen Limburg. Und hier haben wir alles, was das Camperherz begehrt. Inklusive einem super tollen Fitzcafé, das mit so viel Liebe und Herzblut wie auch der ganze Platz gestaltet ist, dass wir einfach gar nicht anders können, als euch hier jetzt alles ausführlich zu zeigen. Kommt mit, wir zeigen euch, was es hier alles Tolles zu entdecken gibt. Hi! So, starten wir mit dem ersten Schritt. Ihr kommt an. Ihr kommt von hier, höchstwahrscheinlich aus der Richtung Weert, und kommt hier vor das Fitzcafé und dem Stellplatz angefahren. Hier an dem Fitzcafé befindet sich die Anmeldung. Ihr könnt euer Wohnmobil aber für den Anmeldeprozess hier vorne abstellen. Schritt 2. Parken zur Anmeldung. Ihr fahrt an dem Café vorne vorbei. Zwischen den Gärten befindet sich ein kleiner Parkbuch. Dort könnt ihr euer Wohnmobil abstellen, um im Fietz-Café euch bei Hans und Christel anzumelden. So, jetzt wollen wir uns anmelden. Dazu gehen wir einmal hier ins Fietz-Café. Hi. Hallo. Bei dir kann man sich anmelden für den Stellplatz? Kein Problem. Habt ihr noch was frei? Ja, wir haben noch Platz. Ja. Super. 2 Nächte? Ja, 2 Nächte. Und brauchen Sie Strom? Brauchen wir leider nicht. Kein Strom. Kein Strom. Platz 5? Sehr gut. Ja, ja, das ist okay. Ist ja direkt hier vorne, ne? Ja. Super. Okay. Alles klar. Kann ich bar bezahlen oder mit Karte? Beide. Ist kein Problem. Alles klar. Okay. Ans Bezahlen machen wir wieder aus. Und wer noch Informationsmaterial braucht, das steht hier auch zur Verfügung, inklusive einem großen Ordner, wo ihr schöne Fahrradrouten euch ablesen könnt. Entsprechend gibt es aber auch Kartenmaterial, Informationsmaterial, das ihr euch mitnehmen könnt, damit ihr euch auch im Camper hier über die Gegend informieren könnt. Und da haben wir auch die netten Betreiber. Schritt 4. Ihr fahrt auf den Stellplatz. Hier geht es rein. Eine schöne gepflasterte Einfahrt, der ihr einfach nur folgt und euch dann auf dem Platz die Nummer sucht, die ihr von Hans an der Anmeldung erhalten habt. Wenn ihr auf den Platz fahrt, habt ihr direkt den ersten Blick auf das Gelände. Wir haben auf der linken Seite einen Sanitärcontainer und auf der rechten Seite einen schönen Spielplatzbereich für die Kinder, Picknicktische und den Außengastronomiebereich, der auch von uns genutzt werden kann, vom Fietz-Café. Dort gibt es so viel zu entdecken, dass wir gleich auch noch zeigen werden. Damit ihr auch den Platz findet, den ihr bei Hans gesagt bekommen habt, oder ihr könnt nämlich auch online buchen, den ihr online gebucht habt, gibt es diese Wegschilder. Weg 2, hier sind die Plätze von 11 bis 20 und wir stehen auf der 20. Der komplette Platz ist gepflastert oder betoniert, wie man es nennt. Große, ausreichende Parzellen. Du hast sogar noch mit ausgefahrener Markise Platz, daneben dich in den Sonnenbereich zu stellen, deine Räder abzustellen. Unterteilt sind die Parzellen mit diesen Hecken und jeder Platz verfügt über einen eigenen Stromanschluss. Dazu habt ihr hier diesen Zählerkasten, wo ihr einfach euren Stecker in die Steckdose steckt. Strom kostet extra. Und den Preis muss ich euch gleich verraten, weil ich weiß ihn nicht. Ihr findet hier überall diese Drainagerohre, die dienen nicht zur Entsorgung des Grauwassers, sondern zur Bewässerung der Hecken, damit die auch hier die warmen Sommermonate überleben. An jedem Weg habt ihr eine Frischwasserversorgung, wo ihr euer Wasser entsprechend zapfen könnt. Im Preis der Stellplatzgebühren von 16 Euro inklusive. Wenn ihr jetzt den Weg entlang fahrt, könnt ihr hier zur Grauwasserentsorgung fahren. Die Chemietoilette, die wird gleich im Sanitärcontainer entleert.
Also erst Toilette wegbringen und dann das Wohnmobil zum Entsorgen fahren. Dafür fahrt ihr hier auf diesen Hof, könnt euer Mobil bequem über diese Längsrille platzieren. Dann wieder der gewohnte Vorgang, Hähnchen auf, Wasser raus, fertig. Auch hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch mit Frischwasser zu versorgen. Entsprechend euren Wasserschlauch mit seinem Anschluss hier drauf pappen, Hahn aufdrehen, laufen lassen. Auf dem gleichen Hof, wo das Grauwasser entsorgt werden kann, haben wir auch die Müllentsorgung mit einem großen Container für den Restmüll. Und ansonsten wird hier nach Papier, Plastik, Glas getrennt. Alles in entsprechenden Behältern ausreichend vorhanden und völlig unkompliziert zu entsorgen. Hinter dem Viehzcafé ist noch dieser Spielplatzbereich mit einer riesengroßen Sandkiste, Sandspielzeug. Überall findet ihr auch Drehtraktoren für eure Kleinen, damit sie hier vergnügt rumfahren können. Gern genutzt ist auch das Trampolin. Und daneben findet ihr auch ausreichend Picknicktische, wo ihr einfach draußen dann eure Speisen genießen könnt und die Kinder ein wenig unter Aufsicht habt. Wenn es zu heiß wird, können hier auch Sonnenschirme noch aufgestellt werden, die der Betreiber dann zur Verfügung stellt. So, da steht Alfreds Zweitwagen. Ne? Ach, du kriegst den neuen, was? Ja, das ist Alfreds Auto und das ist mein Auto. Ich habe den neueren, genau. Es gibt in diesem, ja, Container ist es nicht, in diesem Gebäude haben wir das Sanitär und auch eine Kochgelegenheit, die wir euch jetzt einmal zeigen wollen. Alles inklusive, außer der Duschvorgang kostet 1 Euro. Aber ihr braucht den Euro nicht vorher hineinwerfen, sondern hier vorne ist eine kleine Geldkassette angebracht an der Wand, indem ihr einfach euren Euro fürs Duschen einwerft. Also nicht unterm Wasser stehen, die Uhr läuft, zack, zack, zack. Wir Frauen, ne, 2 Minuten eingeschäumt, Wasser aus. Nein, ist es nicht. Euro rein, duschen. Und dann habt ihr hier entsprechend den Schalter, wo ihr die Duschen mit freischalten könnt. Ihr habt ein Spülbecken, die Möglichkeit auch Putzmittel haben wir hier, einen Kühlschrank zu nutzen und auch ein 2-Plattenkocher. Und jetzt schauen wir uns einmal die Duschen an. Die Duschen sind kombiniert mit einem Waschbecken, wo ihr auch entweder eure Frischwasser ziehen könnt. Wir haben einen Spiegel, wie gesagt, die Duschkabine, ein Urinal und auch ein WC. Alles sauber und gepflegt, erfüllt den Zweck. Und auch wenn der Charme vielleicht auf den ersten Blick nicht Hightech ist, es ist aber sehr sauber und es ist alles da, was man braucht. 2 Kabinen, es gibt auch einen Heizlüfter, sollte es im Winter zu kalt werden. Und hier haben wir auch noch ein Waschbecken zusätzlich anstatt dem Ausgussbecken. Außerhalb des Sanitärgebäudes findet ihr noch wichtige Informationen, wie auch den WLAN-Code, der über dem ganzen Platz relativ gut nutzbar ist. Also ich habe damit gestern Abend ein Filmchen gestreamt, was ohne Probleme ging. Und gegenüber von dem Container haben wir eine Karte der Umgebung mit interessanten Ausflugstipps, die man anfahren kann und man entsprechend seine Radtour planen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch noch hier sind auch die Knotenpunkte eingetragen, ich blinde Maus, wo wir dann auch gucken können und unsere Radtour planen können. Wie gesagt, gleiche Karte ist beidseitig, ist auch von der anderen Seite vom Weg zu sehen. Und was habe ich jetzt vergessen zu zeigen? Ich bin ja schon wieder bei der Karte. Nein, hinter dem Sanitärgebäude haben wir noch die Entleerung für unsere Chemietoilette. Hier kann die Chemietoilette ganz problemlos entsorgt werden. Es steht sogar entsprechendes Reinigungsmittel, wenn man mal das Ganze ein bisschen säubern möchte, zur Verfügung. Wenn ihr euren Platz mit dem Wohnmobil verlassen wollt, aber noch weiter zur Nacht hier steht, habt ihr hier kleine Pylonen, wo ihr euren Platz mit markieren könnt, damit ihr auch abends
noch wieder drauf fahren könnt. Und wer meint, oh wei, da ist aber viel, damit ihr euch nicht verlauft, gibt es auch dieses schöne Hinweisschild, damit ihr alles hier zur Orientierung wiederfindet. Hier im Außenbereich habt ihr super schöne Sitzmöglichkeiten, wenn ihr den unwahrscheinlich leckeren Kuchen, den es hier gibt, genießen möchtet oder einfach hier nur gemütlich etwas trinken wollt. Und für die Kinder ist ein wunderbares Angebot an alten Kinderspielzeugen hier. Das zeigen wir jetzt einfach mal, weil ich suche ja nur einen Grund, dass ich es ausprobieren kann. Es ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, ob es all die historischen Spiele sind, die hier zur Verfügung gestellt sind und mit einer Liebe gepflegt und gehegt werden. Die wahnsinnig schöne Deko, die sich hier über das ganze Gelände zieht. Es ist einfach ein Genuss, hier zu sitzen und einfach nur zu gucken, was es alles zu entdecken gibt. Das Fietz-Café wird auch gerne für Gesellschaften gebucht und ist bekannt für seine historischen Kinderspiele, die hier zur Verfügung stehen. Es wird auch Barbecue angeboten. Es gibt Arrangements für die Camper, dass man hier zwischen den Feiertagen ein spezielles Angebot hat, das man buchen kann. Ich empfehle euch nur, schaut mal unten unter dem Video in den Link, auf die Homepage zu gehen, damit ihr immer auf dem Laufenden hier seid. Da kommt ja echt was raus. Strip, strap, strull, ist der Eimer noch nicht voll. Die arme Kuh. Die hat morgen Quelläuter. Funktioniert aber. Ja. Ist eine Stelle. Ja. Jetzt noch mal kurz zu den Preisen. Der Stellplatz kostet 16 Euro für 2 Personen pro Nacht. Da drin enthalten ist das Frischwasser, die Entsorgung von Grauwasser und der Chemietoilette, das WLAN und ihr könnt zubuchen noch einen Strom mit 6 Ampere und 50 Cent die Kilowattstunde. Aber ihr könnt auch eine Option höher buchen, dass ihr 16 Ampere abgesichert seid. Wobei natürlich der Verbrauch dann schneller läuft und sich entsprechend die Kilowattstunde vervielfacht. Das Duschen kostet 1 Euro, wie im Sanitärgebäude dann in einem kleinen Sparkästchen errichtet werden könnt. Und alles andere, die Nutzung der Kochplatten, es gibt einen Kühlschrank und was auch alles so angeboten wird, ist inklusive bei den 16 Euro enthalten. Hunde sind willkommen, Kinder auch, die erst recht. Und ansonsten, schaut einfach mal, was es hier auch für leckere Speisen und Getränke gibt. Der Kuchen sieht ultra gut aus. Den zeigen wir euch gleich auch, wenn er eingedeckt ist. Heute finden hier 2 Veranstaltungen statt. Daher denke ich, dass ich nicht mehr allzu viel von hier drinnen zeigen kann. Es gibt noch einen kleinen Verkaufsstand, den wir euch jetzt noch zeigen, wo ihr nette Andenken mitnehmen könnt. Und lasst einfach die Bilder des Platzes auf euch wirken. Es ist Idylle pur. Hier, wo alles begann. Das ist das ursprüngliche Café, mit dem Hans und Christel angefangen haben. Hier, dieser Raum, ist jetzt der große Raum, der für Gesellschaften noch oder wenn es voll ist, dazugenommen werden kann. Und das Café und der Platz wächst und gedeiht immer weiter. Begonnen wurde 2019 aus einer Hobbylaune heraus, einfach ein kleines Café zu eröffnen für Fahrradfahrer.
Es kamen die ersten Stellplätze dazu. 2020 kamen weitere dazu. Und so ging es in einem fort. Immer weiter wuchs diese schöne Anlage. Man hat ein neues Dach aufs Haus gemacht. Man hat den Campingplatz erweitert. Jetzt haben wir auch wieder in der Planung ein neues Sanitärgebäude und ein Behindertenbad, also zwei Duschräume plus ein Behindertenbad und vier Ferienwohnungen, die dort noch hergerichtet werden sollen. Hat den Vorteil, wenn ihr einmal mit euren Freunden, Verwandten, die nicht ein Wohnmobil haben, hier ein Wochenende verbringen wollt, können die sich dort einmieten und ihr könnt gemeinsam ein herrliches Wochenende in dieser wunderbaren Umgebung genießen. Und wenn ihr euch fragt, was mir am besten gefallen hat, sind das diese Erdbeeren in dem Bottich hier. Da seht ihr, wie viel Herzblut und Liebe im Detail hier wirklich in jeder Ecke versteckt sind. Besser geht's nicht. Morgen! Kannst mich mal mit morgen. Ja, tue ich auch. Mhm. Ja, du hast Pflichten. Ich hab noch morgen. Warum tust du deine Hand vor der Kamera? Ja, ich war ja gerade am gucken, welcher Teil von der Hand. Wir haben sowas von gut geschlafen. Ja, Schönheitsschlaf war es nicht, wie man so sieht. Ne? Ich sehe morgens immer so aus. Ich bin gerade mal 10 Minuten wach. Ich habe meine frisch gepresste Zitrone getrunken. Und dann sieht die immer so aus. Ja, und die Knitterfalten sind noch nicht geglättet. Aber Alfred hat in der Zwischenzeit, wie es sich gehört, ein Brötchen aufgebacken. Wie es sich gehört. Oh, ja, gekocht. Ja. Fertig. Und heute ist alles zugezogen, ein bisschen windig. Ich glaube, wir machen einen gemütlichen, werden wohl kein Fahrrad fahren, vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Der Sonntag lassen wir heute mal ganz, ganz gemütlich ausklingen. Ja. Und Alfred legt sich, glaube ich, nicht mal hin. Wir haben 9 Uhr und ich habe bis 10 vor 9 geschlafen. Ich das ist rekordverdächtig. Das ist rekordverdächtig. So, was macht ihr so am Sonntagmorgen, wenn ihr unterwegs seid? Frühstücken, einpacken, losfahren oder den Tag noch irgendwie genießen? Wir versuchen ihn immer zu genießen und noch irgendwas zu unternehmen. Meistens fahren wir dann noch Rad oder wandern und gucken, dass wir noch irgendwas von der Gegend mitbekommen können. Es sei denn, es sind über 30 Grad. Nee, dann fahren wir auch Fahrrad. Ne? Wir sind bekloppt. Ja, wir sind bekloppt, aber das habt ihr ja schon mitbekommen. Jetzt wird gefrühstückt. Kaffee! Ciao, ciao! In gewohnter Art und Weise hier noch das Fazit zu unserem Wochenende. Wir haben ein wunderschönes Wochenende hier auf dem Stellplatz Höfe Lieshütt verbracht. Unter dem Motto, sich von der Ruhe und der Gelassenheit, die hier der ganze Platz ausstrahlt, die Betreiber und auch die anderen Camper hier einfach wiedergeben, sich mitreißen zu lassen. Ich, der eigentlich immer das Gefühl hat, etwas zu verpassen und mit dem Rad unterwegs sein muss, wandern muss, wenn es kein Radwetter ist, habe mich angepasst. Lange geschlafen, einfach nichts gemacht und haben hier diese wunderbare Umgebung einfach auf uns wirken lassen und genossen. Ich kann euch den Platz nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, der Alfred auch. Jawohl. Und kann euch nur raten, verbringt mal ein Wochenende hier, dann wisst ihr, wie wir uns gerade fühlen, nämlich tiefenentspannt. Danke fürs Schauen und vergesst nicht, lasst uns ein Like da, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr auch schon mal hier wart, wie eure Eindrücke hier waren. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wo wir nächste Woche hinfahren, abonniert unseren Kanal. Und Daumen hoch. Ansonsten, ciao.